Freunde. Mama macht direkt Beweisfotos. Ab heute beginnen die Umzugsvlogs und ich freue mich so, so sehr, euch das alles endlich zeigen zu können. Die ganze Zeit war das ja eine reine Baustelle. Ich bin in eine Neubauwohnung gezogen, nur dass ihr Bescheid wisst. Deswegen hört ihr draußen auch noch die Handwerker, ihr dürftet draußen noch was hören, ihr dürftet eigentlich gefühlt, hier ist halt immer die ganze Zeit Lärm. Also meine Nachbarn ziehen auch noch um, hier ziehen ständig Leute ein. Es ist auch noch nicht wirklich viel fertig, also in meiner Wohnung gibt es auch noch so 4, 5 Sachen, die müssen noch gemacht werden. Zum Beispiel die Videosprechanlage vorne geht noch nicht. Aber ich gebe euch jetzt erstmal eine Roomtour. Ich habe eine Einzimmerwohnung, zeige ich euch. Das hier ist meine Eingangstür und dann hätten wir hier eine Videosprechanlage, die wiederum funktioniert noch nicht. Das wird aber die nächsten Tage eingestellt, hatte meine Vermieterin gesagt. Hier ist dann mein Flur. Hier stehen jetzt gerade halt ganz viele Pakete. Dann kommen wir auch schon in meine Küche und die ist wirklich groß für eine Einzimmerwohnung. Ich habe halt auch hier 4 Kochplatten und meine Vermieterin hat auch darauf geachtet, dass es halt wirklich hochwertige Küchengeräte sind, was ich richtig gut finde. Ich habe eine Spülmaschine, hier ist Kühlschrank, Gefrierfach, Schubladen. Von der Küche aus kommen wir dann ins Wohnzimmer. Das ist dieses hier. So sieht es aus. Wenn wir uns einmal umdrehen, ist das quasi die andere Seite vom Wohnzimmer und man kann da eben durchgucken. Also hier ist so ein Loch in der Wand und dann kommt man in mein Schlafzimmer. Vom Wohnzimmer geht es dann direkt ins Bad. Ich muss nur mal gucken. Ja, genau. Hier ist dann mein Badezimmer. Da hätten wir so eine richtig geile Dusche, die ist aber aktuell noch nicht wirklich funktionsfähig, weil die irgendwie kaputt ist, meinte sie auch zu mir. Deswegen, das wird noch repariert und ausgetauscht. Mein Bad ist klein, aber richtig süß. Achso, der Spiegel kann man auch beleuchten. Vom Bad kommen wir dann in mein Schlafzimmer. Das ist jetzt auch nicht so krass groß, aber hier kann man auf jeden Fall gut was hinstellen. Einen Balkon, Ausgang, Eingang, wie man es nennen mag, können wir auch mal rausgehen, aber ich zeige euch den Ausblick natürlich nicht. Und mein Balkon ist riesig. Seht ihr, wie groß der ist? Der ist echt übel groß. Also, so. Aber wir haben einen Akkuschrauber. Und auch so ein blaues Ding, weil man meinte, das wäre irgendwie so ein. Wie heißt es? So ein Profi-Teil. Die Grüne sind für Amateure, hat man gesehen. Guck mal, wie süß. Ganz knuffig, ne? Das erste, was ich erstmal aufgestellt habe, sind auch noch ganz viele Sachen drin, die muss ich erstmal ausräumen. Aber ich finde, das sieht richtig süß aus so. Verdeckt nämlich auch meine Wasserzähler. Die sind nämlich dahinter. Mal gucken, ob das überhaupt gut aussieht. Denkst du, schwarz passt ins Bad? Ja, ich auch. Hey now, honey, I've been driving around in my car. Looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Das Erste, was wir gemacht haben, ist hier Kinderpunsch zu trinken. Ganz feierlich hier. Selina hat auch. Du hast auch. Und Selina war so süß und hat mir einfach, also es ist so ein kleiner Insider, das muss ich jetzt erklären. Wir haben, glaube ich, schon 8 oder 9 Wochen über dieses Ding geredet, das ist so ein Crepe-Maker. Und dann hat sie mir einfach so ein, wie viel ist denn das? 1, was war das? 1,35 Kilo Eimer Nutella geschenkt. Hör mal. So, wir versuchen jetzt gerade meinen Schuhschrank aufzubauen. Ist schwieriger als gedacht. Wir haben jetzt erstmal die Schrauben sortiert. Sina versucht jetzt, die Teile zu ordnen. Es ist mittlerweile 16:30 Uhr. Trockner, Gefrierschrank und Waschmaschine stehen. Der Gefrierschrank steht unten im Keller. Ein Stück Couch. Aber immerhin ist die Ecke schon mal fertig. Aber wie gesagt, das muss jetzt in die Wand gebohrt werden. Und ja, das Stühlchen steht schon. So, Mama ist mittlerweile auch wieder da. Hallo. Ich habe jetzt hier einfach unnötigerweise schon mal die Deko draufgestellt. Das sieht einfach so süß aus. Übrigens lasse ich sie das kurz machen, weil ich es einfach nicht verstehe, wie man diese Schubladen einbaut. So,
war's für heute, Freunde. So sieht das aus. Ich feiere immer noch, ja, und ich feiere immer noch diese Nutella da oben. Da. Geil. Nee, es ist von unten, das ist das Trocknungsbild unten. Wir sind schon wieder ein gutes Stück am Werkeln und ich sag euch, ich habe gerade versucht, die Garderobe für vorne aufzubauen und war ein reiner Fail. Deswegen habe ich mich jetzt meinem Adventskranz gewidmet. Sieht aber aktuell aus wie ein unförmiges Ei. Das ist kein Greis, das ist so ein ovales Ding. Meine zwei Sachen von Jungglück, von denen ich euch letztes Mal erzählt habe, sind angekommen und sind so süß verpackt. Habe ich mir nämlich genau für hier gedacht. Sieht so süß aus, aber das macht weg. So. Das passt gar nicht. Ah, doch, hier. Aber das ist wackelig. Ja, muss man. Die Seite machen, da sieht man es nicht. Ja, dann hier hin. Schon direkt hier muss reinwandern. So, wir sind bei der nächsten Sache oder beim nächsten Projekt. Das ist Fernsehtisch. Es kommt an diese Wand. Above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Uh-oh. I'm posting pictures, trying to be someone. Wir sitzen immer noch bei Ikea, Freunde. Seit zwei Stunden. Ah, ich weiß nicht, sehe ich das? Wenigstens habe ich einen Stuhl ergattert. Und es geht hier null voran. Draußen stehen 60, 70 Menschen. Wir haben es dann auch endlich mal geschafft, unsere Päckchen nach zwei Stunden und ein paar zögerlichen Minuten zu organisieren, Freunde. Das Paket ist endlich in meiner Wohnung. Ich bin gerade alleine. Meine Mom fährt meinen Onkel nach Hause und ich habe mir von zu Hause schnell Barilla Pesto mitgenommen und Nudeln. Ich koche mir jetzt schnell Nudeln. Es gibt heute eine Nachtschicht. Couch aufbauen, Video schneiden, Fernsehboard aufbauen, weil morgen meine ganzen Freunde kommen. Dadurch, dass meine Wohnung halt relativ klein ist. Ich bin aber so müde. Oh Gott, ich hoffe, das wird was. Aber Video muss ich auf jeden Fall noch schneiden. Und mein Handy. Oh Gott, ich habe mein Aufladekabel vergessen. Meine Mom anrufen. Mein Handy ist nämlich leer. Das hier ist unser Fest, meine Mama und ich teilen zu setzen mit Rosa. Schmeckt genauso gut wie zu Hause. So, damit ist erstmal Tag 1 und 2 geschafft. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Und am Montag gibt es dann den Umzugsvlog mit meinen Freunden und so eine halbfertige Roomtour. Also ich zeige euch das alles, wie es dekoriert ist, eingerichtet ist. Und erzähle ich auch ein bisschen was über die Wohnung und wie ich die letztendlich gefunden habe. Es hat wirklich super viele interessiert, wie man an Einzimmerwohnungen kommt. Und ich kann euch, wie gesagt, da ein bisschen was zu sagen. Außerdem gibt es am Montag etwas sehr, sehr Cooles hier für euch, was den Dezember betrifft, der ja schon nächste Woche anfängt. Aber ich habe auf jeden Fall was Cooles mit drei Mädels geplant. Dementsprechend schaltet gerne am Montag wieder ein. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, euch hat dieses Video schon mal gefallen. Ich hatte ja auf Instagram gefragt, was ihr sehen wollt und ihr habt gefühlt 90% dann geschrieben, alles. Deswegen, ich hoffe, ich habe euch jetzt schon mal so einen groben Eindruck gegeben von meiner Wohnung. Ich bin einfach mega, mega happy, aber ich bin gerade richtig müde und ich bin einfach froh,
wenn ich hier mal eingezogen bin, was wahrscheinlich am Sonntag oder am Montag dann passieren wird. Genau, aber jetzt erstmal gute Nacht und wir sehen uns hoffentlich am Montag wieder. Bye!